Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum A Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter, im letzten Part wieder einen Dungeon abgeschlossen. Wie hieß das Ding hier? Okay, bekomme ich nicht mal gesagt, wenn ich die erste Tür betrete. Das Ding hieß Swamp Palace, also der Sumpfpalast war das. Den haben wir komplett gemacht und ich glaube, ich will heute direkt wieder in den nächsten Dungeon rein, oder? Ich glaube, wir haben da gerade einen guten Lauf und ich denke, ich kann doch einfach hier und den da, oder? Turtle Rock? Ah, nee, Turtle Rock ist so das letzte, oder? Ich glaube, da will ich noch nicht rein in Turtle Rock. Turtle Rock klingt noch nicht so, als ob ich das machen möchte. Mystery Maya. Beziehungsweise die zwei hier. Die klingen eigentlich auch. Ich glaube, Schoolwoods. Ich glaube, ich mache Schoolwoods weiter. Da waren wir ja schon mal drin, ne? Und ich glaube, wir können hier auch noch was machen, ne? Ah ne, da brauchen wir die Krafthandschuhe, um Schoolwoods fertig zu machen? Ich bin gerade nicht sicher. Ach komm, wir gehen einfach mal rein. Wir looken einfach mal rein und gucken, was passiert. So, rein da. Schoolwoods. Ich weiß auch nicht, ob wir hier schon mal. Oh Gott, so, das war ja das. Oh, ich erinnere mich. Das macht es nicht besser. Boah, wird eklig. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier im Dunkeln. Waren wir hier schon mal drinne? Ja, ich glaube schon. Ja. Wir waren hier schon mal drin. Guck mal, hier oben auf der Karte geht's noch nach oben. Aber nur von dem Raum aus, okay. Wir haben hier noch verschiedene Ausgänge. Boah, ist das nervig. Okay, wir gehen dann erstmal hier lang. Und ich mach hier direkt mal die Fackeln an. Um für ein bisschen Licht zu sorgen. So, hier geht's noch nach oben. Aber da müsste ich mir auch runterfallen lassen, okay. Oh Gott, okay. Pass auf, ich nehme mir mal hier einen Hammer. Wir sind jetzt schon um einiges stärker als beim letzten Mal, muss man dazu sagen. Oh Gott. So. Alter, die halten aber auch was aus hier. Na klar. Ich glaube, fast dann ist das Beste. Oh Gott. Ich muss alle Fackeln anzünden, ne? Mach ich Schaden? Ne, jetzt mache ich Schaden. Okay. So. Ein Herzchen, jawohl. Okay, wir pushen uns hier mal ganz langsam durch, ja? Alter, das ist ganz komisch hier. Kommt die Hand wieder? Wenn ich die besiege, die Hand, dann bleibt es auf jeden Fall länger weg. Boah, ist das nervig. Oh, komm schon. So, Herzchen, danke. Okay, jetzt zünden wir mal ganz in Ruhe hier alle Fackeln an. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist, geht das jetzt weiter, wenn ich alle Fackeln anzünde? Passiert da was oder ist das jetzt einfach nur ein Durchgang? Da passiert gar nichts. Ach, Kacke. Gut, das letzte Mal sind wir hier auf jeden Fall einfach durchgerannt. Weil ich damals noch nicht, so engagierte Waffen hatte. So, Herzchen, nehmen wir mit. Okay, wir gucken mal. Jetzt kann ich theoretisch hier irgendwo ins nächste Loch hüpfen. Ist es richtig gewesen? Nö, ne? Hier komme ich jetzt nicht rum. Hätte ich jetzt das nächste Loch nehmen müssen? Oder geht das von hier vielleicht noch? Wenn nicht... Ah, okay. Scheiße, noch eine Runde. Und die sind natürlich alle wieder da.
Ach Mann, wie mache ich denn das jetzt? Mit dem Windstaub vielleicht einfach runterwehen? Natürlich geht das auch nicht so geil. Ich könnte einfach den machen. Und dann muss ich halt hier einfach mal durch die Gegner durchrennen. Okay, noch eine Runde. Also da dürfen wir nicht rein. Ja. Okay, hier könnten wir vielleicht rein. Oder... Nee, wir müssen da drüben rein. Okay. Alles klar. Hier müssen wir rein. Dann kommen wir hier raus. Okay. Gucken wir hier noch ein Herzchen vielleicht. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Ihr merkt, wir kriegen ganz schön auf den Sack. So, hier waren wir noch nicht drin. Sehr schön. So, da könnte ich eine Bombe legen. Und hier kommt erstmal wieder die Hand. Die kill ich mal schnell. Beziehungsweise die Teile hier kann ich doch auch mit... So, zack. Mit dem Hammer kaputt machen, oder? Jawohl. Okay, ich jump mal runter. Tschüss. Und... Hä, die Hand ist schon wieder da. Ist das unfassbar nervig. Ich finde die so nervig. So. Kommen wir hier nochmal drauf. Okay. Hätten wir das schon mal. Wir könnten uns nicht darüber ziehen, tatsächlich. Warte mal. So. Weg damit. Okay. Wir haben... Welche die Möglichkeit, jetzt runterzugehen? Und da brauchen wir... Wir haben einen Schlüssel. Okay. Hä? Warum kommt die Hand so oft? Eben kam die nicht so oft. Voll nervig. Diese Zombies, die Gyptos, die halten einfach drei Schläge aus, ne? So, was haben wir hier drin? Noch ein Key. Sehr schön, okay. So, und weiter geht's. Okay, jetzt sind wir da oben, aber bringt uns das was? Können wir einen Shortcut machen, oder was? Ah, okay. Da geht's noch weiter. Verstehe. Ja, krass. Und da ist halt auch noch so ein Raum. Das heißt, irgendwo muss es da im Wald wahrscheinlich noch einen weiteren Ausgang geben. Vielleicht komme ich jetzt da raus. Nö. Oberes Stockwerk. Okay. Aber wir haben ja noch einen Schlüssel. So. Ein Gargoyle. So. Okay. Warum? Also das ist, ich muss das... Okay, ich verstehe. Ich muss das da drauf schieben, ne? Damit ich dann da hochkomme wahrscheinlich. Okay. Dann müssen wir mal kurz gucken, welche zwei Wände brauche ich denn? Die müssen auf jeden Fall ein bisschen weiter oben sein. Die zwei passen nicht zusammen, dann die zwei vielleicht. Müssen ja dann die sein, theoretisch, oder? Genau, dass ich da jetzt einmal rüberlaufen kann, so. Das müsste passen. Und dann komme ich hier oben drauf und dann kann ich hier einen Shortcut aktivieren. Jo, nice. Okay. Weiter geht's. Hm. Diese Hand, ne? So. Wahnsinn. Wie nervig das ist. So,
dann gehen wir hier mal irgendwie. Zack. Da haben wir auch nochmal so einen Block. Ah, kannst du den Schalter mal hier aktivieren? Ich danke dir. Perfekt. So, ich steig mal ein. Und, okay. Dann haben wir hier noch einen Shortcut. Hey, cool. Also immer die Räume, die du abschließt, die kannst du quasi gleich shortcutten. Das ist nicht schlecht. So. Komm, diese Hand schon wieder. Nervig. Wie töte ich die denn da oben? Ach so, klar. Ich habe einen Gehilfen. Reicht da einmal punchen? Nice. Oh, das Herzchen hätte ich gern gehabt. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, der macht das ja für mich. Ah, wunderbar. Vielen Dank. Aha, und jetzt kann ich mich sogar hierher porten in der Zeit. Sehr schön. Okay. Warte mal. Ich gehe hier mal kurz auf den Bogen. Sehr schön. So, wie komme ich denn... Wie komme ich denn da runter? Ah ja. Okay, cool. Eine neue Schatzkiste, Leute. Ich freue mich. Ich bräuchte mal den Kompass, damit ich sehen kann, wo es noch Schätze gibt. Komm. Schade. Ja, vor allem 5 Rubine, ey. Menü. Okay, Schlüssel haben wir noch zum Glück. Das heißt, es kann weitergehen. Schauen wir mal. Ach, du Kacke. Okay, ich brauche die Lampe. Hallo? Ist hier jemand? Okay, Boss-Key habe ich noch nicht. Na klar. Hi! Was geht, Jungs? So, geht eigentlich, ne? Okay, hier muss ich später wieder hin, um rein zu bossen. Okay, was ist das? Damit muss ich irgendwas machen. Bombe? Eisblock? Keine Ahnung. Was sind das für Augen, Leute? Muss ich damit irgendwas machen? Es sieht für mich sehr danach aus, ob ich irgendwas machen muss, aber... Pfeiler sind es auch nicht. Bomben? Nee. Also aktuell weiß ich es nicht. Oder es sieht irgendwie auffällig aus, aber es funktioniert alles nicht. Mit dem Enderhaken habe ich es noch nicht probiert. Ansonsten... okay. Lassen wir das erstmal. Ach, okay. Da habe ich gesehen, wie es nicht aussehen soll. Oder wie es aussehen soll. Und da sehe ich, wie es nicht aussehen soll. Jetzt habe ich es. Okay, ich muss da irgendein Auge einfügen. Natürlich wird das nur gestunt. Okay, warte. Einmal Hammer. So, zack. Zack. Herzchen. Wir sind full life. Sehr schön. Und jetzt müssen wir da irgendwie mal... vielleicht kann ich... Kann ich mir das rüberziehen? Easy. So. Zack. Ah, guck mal, eine schöne Schatzkiste. Ja, kann ich die schon nehmen? Nee. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein zweites Auge, oder? Hi. Tschüss. Okay, jetzt kommt bestimmt gleich die Hand wieder. Die hat ja immer eine Respawn-Zeit von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. In manchen Räumen kommt es auch ständig. Aber das sind wahrscheinlich die Räume, wo sie gebraucht wird.
Okay, da ist noch eine Schatzkiste. Das heißt, ich muss da oben auch noch irgendwie lang eiern. Oh Gott. Okay, Hand ist wieder da. Ich nehme mir mal kurz den Hammer. Zack. 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 Und zack. So, da können wir auch durchschlüpfen. Da muss ich jetzt irgendwie, ich muss mich glaube ich mehrmals runterfallen lassen hier. Aber hier, ich töte mal kurz alle Gegner. Ich könnte mir nämlich vorstellen. Nö, leider nicht. Ich dachte, ich krieg vielleicht auch was, wenn ich alle Gegner töte. Ich muss mich irgendwie runterfallen lassen. Dann komme ich zu der einen Schatzkiste und um an das Auge zu kommen, muss ich irgendwie an die andere. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mache. Okay, wir gucken erstmal raus. Wir müssen neue Wege finden. Schatzkiste for free. Sehr schön. Oh ja! Geil, Leute, das ist nice. Jetzt können wir auch die bigen Felsen wegmachen. Ah, schön. Das heißt, wir können auch hier in dem Wald wieder sehr, sehr viel finden. Oh, ist das nervig. Okay, warte, ich mach mal hier eben. Sehr schön. Das sieht mir korrekt aus. Tatsächlich nicht. Aua. Okay, es muss noch weitere Wege geben. Ich renn mal schnell durch. Sagt der Pfad, 17 Minuten. Da ist noch ein bisschen was drin. Nice, Leute. Wir haben die Handschuhe bekommen. Das heißt, jetzt können wir auch ja, sämtliche Orte aufsuchen, die wir vorher nicht aufsuchen konnten. So, wir waren jetzt hier drin. Hier waren wir noch nicht drin. Hä? Ich mich grad. Hä? Mach das Ding weg. So, rein da. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage. Hier kriege ich das Auge. Und da drüben kriege ich gleich noch eine Kiste. Mit einem Mai Mai. Okay. 72. So, jetzt muss ich das Auge zurückbringen. War das klug, das da runterzuschmeißen? Ich weiß gar nicht. Ich kann das doch einfach hier rüberschmeißen, oder? Ja. So, und jetzt machen wir einfach. Das Einzige, was jetzt blöd ist, ich hoffe, die Hand kommt gleich wieder. Aber wahrscheinlich kommt sie gleich wieder. Und dann kriegen wir sogar noch eine Schatzkiste. Mit hoffentlich dem Boss-Key. Ja, ja, ja. Läuft gut. So, zack. Rein da. Cool. So, und. Ja. Aber haben wir jetzt schon alles abgeschlossen? Ja. Aber wir haben den Kompass nicht gefunden. Es sei denn, wir bekommen den Kompass jetzt beim Boss oder so. Das könnte natürlich auch sein. Können wir den noch machen? Ja, oder? Den machen wir noch. So, rein da. Oh nö. Okay. Wie mache ich das? Hier sind doch überall Löcher am Boden. Ah, okay, ich erinnere mich. Ich muss mich in die Wand. Und dann einfach schön drauf. Mit dem Hammer. Okay. Scheiße.
Okay, wie oft soll ich das machen? Muss doch bestimmt noch eine zweite Phase geben, oder? Ja, zweite Phase. Okay, was machen wir jetzt? Weiß gar nicht, ob ich den zweimal treffen könnte. Okay, eigentlich besteht die Schwierigkeit nur darin, dass der... von oben runterklatscht und die Löcher macht in den Boden. Nice, jetzt habe ich zweimal getroffen. Okay. Mann! Ja, ich treffe zu selten, ne? Shit. Bam, bam, aber an sich easy Boss. Ah, ich hoffe noch einmal. Ich hoffe, dann war's das. Shit. Mann, warum hält er denn jetzt so viel aus? Ja, normalerweise mit dem Schwert wahrscheinlich nicht. Da würde ich halt wahrscheinlich wesentlich öfter treffen. Aber so mit dem Hammer ist das schon eine eklige Angelegenheit. Menno! Bam, 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 bam. Der blinkt doch schon wie ein Wackelpudding. Autsch. Okay, wir haben ihn. Sehr schön! So, erstmal einen Schluck Kaffee. So, was kriegen wir jetzt? Ein Kompass? Mal gucken. Jo, haben wir einen Kompass bekommen. Okay, aber jetzt können wir noch mal gucken. Nö, wir haben hier tatsächlich nichts mehr. Wir haben alles. Okay, Kompass war das letzte. Cool. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben den krassen Dingens bekommen, ne? Die krassen Handschuhe. Das hat sich richtig gelohnt. Jetzt haben wir wieder sehr viele neue Orte, die wir aufsuchen können. Ich freue mich. Ich freue mich richtig sogar. Aber immer noch kein Schwert. Immer noch kein Schwert. So, wir haben sie hier bekommen. In... Wie hieß das nochmal? Oh, ich weiß es nicht mehr. Okay, wir gucken mal. Wie heißt das? Schoolboots, also SW. Ja. Okay. Das hätten wir gemacht. Und Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Im nächsten Part schauen wir uns mal an, was wir mit unseren neuen Krafthandschuhen so verbringen können. Sowohl in der Licht- als in, ja, auch in der Schattenwelt müsste es hier ein paar neue Sachen zu tun geben. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.